Wir sichern damit im Jahr ungefähr 750.000 Euro Wertschöpfung. Unser gemeinsames Projekt, die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. Wie funktionieren die Regionalwährungen in Vorarlberg? Das schönste Beispiel für uns ist in der Gemeinde Langeneck im Regenzer Wald bei 1100 Einwohnern. Geben wir als Almender Genossenschaft die Dorfwährung Langenecker Talente heraus. Und wir sichern damit im Jahr ungefähr 750.000 Euro Wertschöpfung in diesem Dorf. Die Gemeinde macht mit, nimmt von den Betrieben die Kommunalsteuer, bezahlt die Förderungen so aus. Bürger abonnieren sie im monatlichen Abo diese Scheine und die Betriebe nehmen sie gern an und setzen sie selber auch wieder ein. So kommen wir zu einer ganz großen Wertschöpfung. Das sichert Nahversorgung, das sichert Arbeitsplätze, das sorgt dafür, dass es auch Ausbildungsplätze gibt. Im Vorarlberger Rheintal haben wir ein System, das heißt V-Taler, mit etwa 200 Betrieben, wo wir so kontinuierlich an die 150.000, 180.000 Euro im Umlauf halten für regionale Wertschöpfung. Und da können nur die inhabergeführten Unternehmen mitmachen, keine Ketten. Und wir sichern damit auch wieder und unterstützen quasi das Netzwerken und das Kooperieren in der Wirtschaft. Das Zeitpolster, was ist da der Grundgedanke dahinter? Ja, wir haben ein riesengroßes Problem im Betreuungs- und Pflegebereich. Wir brauchen immer mehr von den Leistungen, haben aber ein großes Personalproblem, sprich einen Personalmangel. Was wir tun ist, wir aktivieren die Menschen 55 plus, dass sie helfen, Betreuungsleistungen für alte Leute oder für Kinder zu erbringen. Für die Leistung bekommen sie eine Stunde Zeit gutgeschrieben, die sie im Alter dann wieder einsetzen können für die eigenen Betreuungsleistungen. Für Notfall hinterlegen wir von den 8 Euro je Stunde, die wir einnehmen, die Hälfte des Geldes, dass wenn zum Beispiel in 10 Jahren jemand da ist, der Zeit angespart hat, aber partout jetzt keine Hilfe findet, hat er zumindest Geld im Hintergrund angespart. Und wenn sich vor Ort 5 Leute zusammentun, ein Team bilden, werden die von uns geschult, kriegen alle Unterlagen, werden versichert von uns, sind bei uns Vereinsmitglieder, können loslegen und können mithelfen, das Betreuungsproblem zu lösen. Am 14. September beim Lösungskongress werden wir uns treffen und erleben, wie man die Modelle dann in der Praxis ganz einfach umsetzt. Und ich freue mich schon auf viele Gespräche mit euch. Tickets jetzt über Ö-Ticket bei allen Raiffeisen und Volksbanken sowie Sparkassen. Dein Talent wird jetzt gebraucht. Prominente und authentische Wertebotschafter unterstützen uns dabei. Baldur Preiml, Barbara Stöckel, Sepp Forcher, Gudrun Pflüger, Erwin Thoma, Rupert Mayer, Helmut Mödelhammer, Gregor Sieböck, Karl Siekertz-Leitner, Erika Pichler, Heidi Penterling, Elisabeth Fuchs, Familie Hauser vom Stangelwirt.